Hallo und willkommen zurück. Der heutige Film heißt Oblivion, einen Action-Abenteuer-Science-Fiction-Film aus dem Jahr 2013. Vorsicht vor Spoilern. Im Jahr 2077 ist Jack Harper, Tom Cruise, ein Drohnentechniker, der mit seiner Partnerin Victoria, Vika, Andrea Riseborough, in einem Turm hoch über den Wolken lebt. Nachdem die Erde von Außerirdischen, den Scavengers Skeffs, verwüstet wurde, sind sie die letzten verbliebenen Bewohner. Die Skeffs zerstörten den Mond der Erde auf der Suche nach Rohstoffen, verursachten mehrere Naturkatastrophen und Verwüstungen auf der ganzen Welt und übernahmen dann die Macht. In dem darauf folgenden Krieg waren die Menschen gezwungen, Atomwaffen einzusetzen. Der Krieg wurde von den Menschen gewonnen, aber die Erde ging im radioaktiven Ödland unter. Die Menschen flohen nach Titan, einem Mond, der den Saturn umkreist. Einige wenige wurden auf einem winzigen Raumschiff zurückgelassen, das die Erde umkreiste und Tet genannt wurde. Riesige Maschinen saugen das Meerwasser ab, um Energie für die neue Heimat der Menschheit zu gewinnen. Jacks Aufgabe ist es, tagsüber auf die Oberfläche zu reisen, um Drohnen zu reparieren. Das sind kugelförmige, fliegende Roboter, die in der Lage sind, verbliebene Skeffs aufzuspüren und zu eliminieren. Vikas Aufgabe ist es, im Turm zu bleiben, um Vika zu überwachen und als sein Koordinator zu fungieren. Außerdem muss er die Missionsziele von Sally, Melissa Leo, der Kommandantin der Mission auf dem Tet, koordinieren und erhalten. Akak repariert Drohnen in der gitterförmigen Region, die Überreste von New York, Manhattan zu sein scheinen. Vika erinnert Jack daran, dass er gerne das Super Bowl-Endspiel 2017 gesehen hätte. Er repariert Drohne Raute 166. Er stößt auf einen Hund und kann ihn schließlich verscheuchen, bevor die Drohne Raute 166 sich vollständig erholt und ihn tötet. Dann gelingt es ihm, eine weitere verschollene Drohne in der New York Public Library zu lokalisieren, die sich jedoch als eine von den Skeffs aufgestellte Falle entpuppt. Glücklicherweise rettet die Drohne Raute 166, die zuvor gefunden wurde, Jack vor dieser Begegnung. Drohnen verfügen über eine unglaubliche Beweglichkeit und Kraft. Jack entdeckt ein Buch und beschließt, es mit nach Hause zu nehmen. Er erinnert sich an eine Passage in dem Buch über Horatius. Jack kehrt zum Turm zurück und genießt ein Abendessen mit Vika. Es sind nur noch 2 Wochen bis zum Abschluss ihrer Mission und sie freut sich darauf, zusammen mit dem Rest der Menschheit nach Titan zu fliegen. Jack ist sich nicht sicher, ob er schon gehen will. Er hatte zwar Rückblenden und Träume von einer Zeit vor dem Krieg, ist sich aber sicher, dass diese nicht real sind, da er sein Gedächtnis löschen musste, bevor er seine Aufgabe als Aufräumkommando antreten konnte. Jack schenkt Vika einige Blumen, die er gepflegt hat, aber sie wirft sie weg, indem sie sie vom Turm entfernt, da dies gegen die Vorschriften verstößt und sie tausende von giftigen Substanzen enthalten könnte. Dann schwimmen sie und Jack kann sich an eine Rückblende erinnern. Die beiden wachen auf und sehen in der Ferne eine Pilzwolke explodieren. Sie ist die Folge einer Fehlfunktion einer der Wasseraufbereitungsmaschinen. Am nächsten Tag kehrt Jack zur Arbeit zurück und erhält den Auftrag, ein Alarmsignal zu untersuchen, das vom zerbombten Empire State Building ausgeht. Die Koordinaten des Signals sind verschlüsselt. Er glaubt, dass es das Werk der Skeffs war und kappt die Leitung. Vika wird dann von ihm beauftragt, eine Inspektion des Geländes an dem Punkt durchzuführen, an dem die Strahlungszone mit der sicheren Zone verbunden ist. Aber in Wirklichkeit ist er auf dem Weg zu seinem versteckten Haus in einem wunderschönen grünen Tal. Er schläft im Gras und wacht auf, als er sieht, wie Objekte vom Himmel geschleudert werden. Sie stürzen auf die Koordinaten der Übertragung. Er fliegt hin, um nachzuforschen, und entdeckt Menschen in den Kapseln, die in dem Wrack im Delta schlafen. Die Drohnen heben ab und beginnen mit der Demontage der Kapseln. Er findet eine Kapsel, in der sich die Frau befindet, die in den Flashbacks war, und kann sie als Panzer retten. Die Drohnen wurden so programmiert, dass sie Jack nicht töten. Vika weckt die Frau aus einem tiefen Schlaf und bringt die Kapsel zurück zum Turm. Victoria ist unglücklich darüber, dass Julia, Olga Korilenko, in ihrem Haus wohnt. Entgegen Jacks Wunsch informiert Vika Julias Familie über ihre Anwesenheit, die Jack bittet, Julia zum Tee zu bringen. Als die Sonne aufgeht, ermutigt Julia Jack, mit ihr zu gehen, um den Datenrekorder ihres zerstörten Raumschiffs zu holen, um herauszufinden, was passiert ist. Jack nimmt sie mit, ohne dass Vika etwas davon weiß. Jack findet heraus, dass sie von Skeffs gejagt werden, nachdem sie das Flugzeug geborgen haben. Das Flugzeug wird per Autopilot zurückgebracht, aber kurz bevor es von einem Skaff bewusstlos geschlagen und in ihr Versteck gebracht wird. Jack wacht auf und stellt fest, dass er in einem Käfig gehalten wird und an einen Sessel gefesselt ist.
Es stellt sich heraus, dass die Skeffs Menschen sind und nicht die außerirdische Spezies, die die Erde überfallen hat. Jack wird von den Skeffs darüber informiert, dass die Außerirdischen aus dem Tetreal sind und dass die Drohnen darauf programmiert wurden, alle verbliebenen Menschen zu töten. Der Anführer des Menschen Skaff Widerstands, Beech Morgan Freeman, will Jack unbedingt um Hilfe bitten. Sie haben eine Drohne sowie 10 Energiezellen gestohlen, die von verschiedenen Drohnen stammen, die sie zum Absturz gebracht haben, und sie haben auch waffenfähige Plutonium-Energiezentren von dem Schiff, auf dem Julia war, erbeutet. Es ist ihnen gelungen, die entwendete Drohne in eine Atombombe zu verwandeln, die zur Zerstörung des Tet eingesetzt werden soll. Jack ist ein äußerst erfahrener Drohnentechniker und sie hoffen, dass er ihnen bei der Umprogrammierung ihrer Drohne helfen wird. Jack lehnt die Hilfe ab und glaubt, dass sich Menschen an Bord der Tet befinden. Beech lässt sie gehen und sagt Jack, dass er die Wahrheit in der verbotenen Strahlungszone finden wird. Jack und Vika fahren mit dem Motorrad von Jack bis zur Erschöpfung. Sie wandern dann zum Empire State Building, wo Jack Vika ein Signal sendet. Daraufhin kommt das Flugzeug an, um sie abzuholen. Julia ist in der Lage, Jack durch den Aussichtsbereich des Balkons an ihr wahres Ich zu erinnern. Sie waren beide auf dem Raumschiff Odyssee und sie war seine richtige Frau, bevor die Erinnerung gelöscht wurde. Er ist immer noch in der Lage, sich zu erinnern, und sie umarmen sich in dem Moment, in dem sich das Flugzeug nähert. Victoria bemerkt dies. Jack und Julia kehren in den Tower zurück. Eine wütende und verärgerte Vika schreibt an Sally und teilt ihr mit, dass Jack und Julia keine effektiven Teammitglieder mehr sind. Jack aktiviert die unteren Etagen des Towers, um die beschädigte Drohne, die er auf der Wartungsetage platziert hat, loszuwerden. Vika wurde verdampft, aber Jack Julia tötet sie kurz bevor sie mit dem Luftgewehr getötet wird. Jack und Julia entkommen und werden bald von 3 weiteren Drohnen verfolgt. Um sie auszuschalten, fliegen sie in ein Gewitter mit Blitzen und dann in eine Schlucht. Jack gelingt es, 2 zu zerstören, aber die dritte Raute 166 rammt sie und sie stürzen in eine Sandwüste in der Strahlungszone. Jack stellt fest, dass er nicht so heiß ist, wie er dachte. Jack kann auch das vertraute Geräusch einer Drohne hören, die direkt über den nächsten Sanddünen zerstört wird. Jack untersucht die Gegend und stellt fest, dass ein anderer Techniker im selben Flugzeug war, um die Drohne zu reparieren. Ihm wurde gesagt, er solle nicht nach ihnen suchen. Jack gelingt es, den Techniker zur Rede zu stellen, nur um festzustellen, dass es sich um einen Klon namens Jack Harper 52 handelt. Sie kämpfen, und während des Kampfes wird Julia in den Unterleib geschossen. Jack nimmt das Flugzeug von 52, um ein Medikit für Julia zu holen. Dann kann er eine andere Vika sehen. Er ist schockiert über die komplizierte Auflösung all dessen, was er wusste, aber es gelingt ihm, diese Vika zu täuschen, damit sie glaubt, er sei ihr Jack. Julia wird von Jack gerettet, und die beiden flüchten sich in das Haus am See, um wieder zueinander zu finden. Jack kehrt zur Drohne zurück, um sie zu programmieren, und beschließt, dem Widerstand der Menschen zu helfen. Zu diesem Zeitpunkt hat Sally auch 3 Drohnen zu Jack geschickt. Die Drohnen spüren Jacks DNA auf und greifen dann alle an, sodass nur eine Handvoll Überlebender übrig bleibt. Beech ist tödlich verwundet, und die Drohne, die sie erbeutet haben, funktioniert nicht mehr. Die Brennstoffzellen sind jedoch noch intakt, und sie erkennen, dass die einzige Möglichkeit, die Bombe noch in den Tet zu transportieren, darin besteht, sie in einer Delta-Schlafkapsel zu verstecken und sie zusammen mit Julia zum Tet zu bringen, wie Sally es verlangt hat, um ein effektiveres Team zu bilden. Jack trägt die Delta-Schlafkapsel auf seinem Flug zum Tet bei sich. Während des Fluges hört er den Datenrekorder der Odyssee ab. Jack stellt sich vor, wie er als Odyssee-Pilot bei der ersten Begegnung zum Tet kommt. Es war der Tag nach dem Super Bowl. Vika ist Co-Pilotin und Julia ist eines der Besatzungsmitglieder, die sich im Winterschlaf befinden. Die echte Sally war ein NASA-Capcom und leitete die Besatzung. Die Odyssee raste unkontrolliert auf das Tet zu, und um die Besatzung und Julia zu schützen, ließ Jack das hintere Shuttle und die Delta-Schlafkapseln los, sodass nur noch Vika und Vika auf das Tet zuflogen. Jack, Tech 49, befindet sich gerade im Tet und darf einreisen. Jack, Tech 49, ist besorgt über den Außerirdischen und fragt sich nach den Motiven für sein Eindringen. Nachdem es physiologische Anzeichen von Betrug entdeckt hat, tötet es Jack fast. Aber er hat es ausgetrickst, indem er ihm die Wahrheit sagte, dass er will, dass die Menschen leben, und dass dies, als willige Sklaven, aber in Wirklichkeit bezieht er sich auf den Untergang des Tet, der einzige Weg ist. Ihm wird erlaubt, seine Reise fortzusetzen, um Julia zu befreien. Er kann Vika und eine Reihe anderer Klone sehen, die in den Kapseln wachsen.
Jack nimmt die Kapsel und öffnet sie, um den Außerirdischen zu sehen, der sich als ein großes, schwebendes, pyramidenförmiges Objekt mit einem roten Laserauge in der Mitte entpuppt. Julia befindet sich jedoch nicht darin, sondern Be'ech, der verwundet ist. Be'ech erkennt seinen Fehler und der Außerirdische ruft Drohnen und bittet sie, die Drohnen zu töten. Jack und Be'ech zünden daraufhin ihre Brennstoffzellen. Julia wacht im Haus am See auf. Sie schnarcht, als sie den Tet am Himmel explodieren sieht, während sie in ihrer Kapsel schläft. 3 Jahre später bringt Julia eine Tochter zur Welt. Sie wohnt jetzt im Haus am See. Der menschliche Widerstand wird dann von Julia und ihrer Tochter bezeugt. Dann tritt eine Gestalt aus der Menge hervor, Jack Harper 52. Wir wissen nicht viel über Jack 52 oder über seine Beziehung zu Julia. Abonnieren Sie für weitere Videos wie dieses, schalten Sie Benachrichtigungen ein und hinterlassen Sie ein Like, um den Kanal zu unterstützen. Danke, dass du zugeschaut hast.